Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Mini Mario and Friends Amiibo Challenge, Part Nummer 20. Ja, im letzten Part haben wir, oder eher gesagt, ich versucht hier die letzten Marken zu sammeln und da hat mir eine gefehlt. Und ja, wenn man es weiß, ist es natürlich leicht, aber man muss es auch erstmal wissen. Ich gehe auch gleich mal rein, um das zu machen, weil ich habe Bock, endlich in dieses finale Level reinzukommen, um zu gucken, was es ist. Und zwar, ich habe ja die ganze Zeit hier überlegt gehabt, was ich machen soll, wie ich in die Röhre reinkomme. In die Röhre sage ich mal, ich gehe das Fass. Oder wie ich hier reinkomme. Und ja, wir müssen hier unten lang, müssen dann hier nach oben. Und wenn sie dann hier abprallt, dann läuft sie hier nach rechts, geht dann so hoch und dann können wir uns die Marke holen. Ja, wie gesagt, wenn man es weiß, ist es leicht. Wenn man es aber nicht sieht, dann ist es natürlich ärgerlich. Ja, deswegen können wir auch direkt mal gleich nach rechts gehen, ganz gemütlich. So, natürlich hier auch anmachen. Oh, das war nichts. Ich wollte gleich nach oben links gehen. Ja, das ist das Problem, wenn man zu schnell sein will. Ja. Ganze nochmal. Ich meine, ihr wisst ja, was ich vorhabe. Ich möchte halt das Ganze nur so ein bisschen abtimen, dass ich halt nicht ewig lang hier außenrum gehen muss. Wobei, es geht ja auch so ohne, dass ich auf die Geister achten muss. So, alles klar. Erstmal hier Licht anmachen. Wobei, hier soll ich anlassen wegen den Geistern hier. So, dann machen wir es hier an. Und dann hätte ich am besten noch mal gerne eine, damit ich hier auch drüber laufen kann. So, und schon sind wir da, wo wir hinwollen. Ja, wenn es doch so einfach wäre. Natürlich müssen wir es noch abschließen hier. Alles klar. Dann geht es halt jetzt, ja, genau hier drüber und dann geht es wieder in die andere Richtung. So einfach kann es gehen. Ach ja. Ja, wenn es immer so einfach wäre, gell? Wobei ich mich natürlich jetzt frage, was. Achso, ich kann hier gerade einfach schräg reinschießen, genau. Hab nur gerade überlegt, wie ich hier jetzt sonst noch durchs Level komme. Und mich ja von unten dann wieder nach oben schießen lassen. Okay, alles klar. So, alles klar. Nicht vergessen, da unten ist der Geist wieder da. So, weil wir müssen das Level noch schaffen, sonst bringt es einem nicht viel. Hier gemütlich nach rechts, okay. Und dann hier ganz gemütlich nach oben, alles klar. Ja, wie gesagt, also man sieht schon, das kann man dann in weniger als 5 Minuten schaffen. Und ja, hat am Ende vielleicht sogar ein bisschen mehr Sinn gemacht, als ich es jetzt so schnell gemacht habe. Oder eher gesagt, halt in diesem Part jetzt hier. Als wenn ich es im letzten Part dann halt noch ewig und 3 Tage überlegt hätte. Aber das ist halt leider die Sache, wenn man Spiele blind spielt, dann, ja. Da muss man natürlich damit rechnen, dass man auch Fehler macht oder halt Sachen nicht gleich sieht, die man halt machen könnte. So, jetzt haben wir alle. Und jetzt bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Weil, ihr wisst ja, ich lasse mich ja bei sowas nicht spoilern. So. Stern 11 Rekord. Ohne Marke natürlich. Ja, gucken wir einfach mal. Eigentlich, glaub, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt direkt mit Rosalina hier reingehen sollten. Werden wir ja gleich sehen. Weil ich hab. Ui, 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 ist das Ding riesig. Alter! Das füllt mir einfach mal den ganzen Bildschirm hier aus. Okay. Ui, da kommt nochmal alles dran. Ja, es ist, glaube ich, ganz gut so, dass wir das in diesem Part hier angefangen haben. Ja, hier können wir direkt ausmachen, weil sonst verbrennen wir uns ja erstmal direkt. Ui, hier noch alle Münzen einzusammeln. Hier Gold zu erreichen. Okay. Also ich glaube, hier mache ich mir am besten mal einen Plan, bevor ich einfach noch drauf losspiele, weil sonst wird mir vermutlich zwischendrin die Zeit ausgehen. Also wir gehen hier direkt runter. Wobei natürlich echt die Frage ist, macht es Sinn, mit Rosaline herumzulaufen? Das frage ich mich jetzt gerade. Oder ob ich doch besser eine andere. Wobei hier gibt es keine Gegner, also ist Yoshi egal. Hier gibt es keine engen Stellen, also ist auch Toad egal. Ja, ist halt die Frage. Vielleicht wäre Prinzessin Peach ganz praktisch, wenn sie dann hier rübergehen kann. Wir müssen ja sowieso hier dann wieder runter, denke ich mal. Ja gut, ich überlege ganz einfach mal. Vielleicht ist das Level auch ganz schnell. Sieht nur groß aus. Wir gehen hier runter, rutschen hier runter. Kommen dann hier in das Fass rein und kommen dann hier hoch. Dann werden wir hier in das Fass automatisch reingeschossen. Gehen hier lang. Und dann kann man sich ja wieder aussuchen, ob man halt hier wieder zurückgehen will. Was schwachsinnig wäre, glaube ich. Wobei, ich sehe auch gerade, man kann auch mit dem oberen Fass hier runtergehen zur Flamme.
dass man hier wieder ausmacht. Dann wird man hier hingeschossen. Aber es kommt doch auch selber raus. Das kommt doch echt auch selber raus. Ob man jetzt hier runterfallen und wieder hochkommen oder ob man hier... Ja, also das ist Schwachsinn. Okay, also wenn wir uns dann mit dem Wind hier nach rechts bewegen... Und dann gibt's, ab hier gibt's dann wirklich zwei Wege. Also entweder gehe ich dann hier nach links, hole mir hier die Münzen, fall hier durch. Ah ja, also das ist echt... Hier gibt's auch nichts, wo man jetzt irgendwie Blöcke oder sowas setzen kann. Das ist zumindest ein Vorteil. Wo war ich? Ich war hier. Ja, ich fall hier runter. Und dann kann ich ja wieder ganz runterfallen, was glaube ich nicht so toll ist. Oder ich hole mir dann direkt erstmal die Münzen, muss natürlich hier die Flammen wieder ausmachen. Und dann komme ich hier ins Kart rein. Wenn ich im Kart bin, ich versuche das Ganze aber so ein bisschen in meinem Kopf durchzugehen, dann rutsche ich hier entlang. Über die Flächen fährt er ja drüber. Knall hier dagegen und fall hier runter. Hier. Wie soll ich denn die Münze bekommen, ohne dass ich... Das kann ich doch nur mit Bowser Junior machen, oder? Ich glaube, es macht hier sogar Sinn mit Bowser Jr., wenn ich mir gerade so die Stacheln angucke. Also ich wüsste jetzt echt nicht, wie ich hier wieder rauskomme, wenn ich hier mich einmal reingeweht habe. Also doch. Gut. Nichts mit dem Ding hier. Ja, der Stern ist ja noch da. Der kann mich dann hier rausholen. Genau. Darf ich nicht vergessen. Und hier kann ich übrigens ja mit den Sternen hier nach, ja, durch die Wand gehen. Eieiei, das wird lustig. Also den Idealweg, das Ziel ist ganz unten rechts, ist sowieso doppelt lustig, weil, ja, weil es halt Umwege gibt. Entweder geht das so oder so lang. Also mit dem Fass hier komme ich dann hier nach oben wieder. Also nochmal, also wir sind dann hier an der Stelle, wo dann diese, wobei ich eigentlich erst gucken soll, dass ich hier nach links gehen sollte, gell? Macht, glaube ich, doch mehr Sinn. Ja, erst nach links und dann nach rechts. Ich glaube, ich sollte einfach mal losstarten und gucken, was Sache ist. Komm, wir starten einfach mal. Jetzt habe ich mir das ja zumindest halbwegs angeguckt. Hui. So, der Anfang dürfte ja klar sein. Erstmal gemütlich hier nach rechts. Und dann lasse ich mich wirklich erstmal hier fallen. Weil ich halt dann auch erstmal alle Münzen da holen möchte. So, ich sollte natürlich auch hier das ausmachen. Okay. Und hier die Flamme natürlich auch ausmachen. So, jetzt sind wir in dem Kart drin. So, und da kann ich jetzt erstmal ganz nach rechts fahren, weil das Kart fährt ja sowieso nur in die eine Richtung. So, alles klar. Muss halt nur gucken, wie ich dann halt an die anderen Münzen noch dran komme. So, dann haben wir das hier. So, jetzt kann ich mich dann wieder fallen lassen. Oder ich kann halt gleich zum Ziel gehen. Aber zum Ziel gehen macht wohl eher nicht so viel Sinn. Deswegen machen wir hier erstmal das aus hier, schicken das in die Richtung. Ich würde hier wieder zurückgehen dann. So, ja, genau, und dann kommen wir wieder in diese... Ja, hier ist halt praktisch, also gut. Okay, das war das geplant? Ich weiß es nicht. Hätte vielleicht doch nochmal nach links gehen sollen. Ja, eigentlich schon, gell. So, dann machen wir hier nochmal die Flammen aus und schicken mich erstmal nach oben. Wobei oben macht gar keinen Sinn wegen der 3-Szene, gell? Wobei doch schon, dann komme ich ja hier lang, gell? Ja, okay. Muss halt nur gucken, dass ich dann... Wobei die Flamme, die ist mir im Weg. Okay, die muss ich dann auf dem Weg dann ausmachen. So, Achtung. Alles klar. Ich hoffe, das passt soweit. Also ich habe bis jetzt nicht wirklich... Also ich folge jetzt einfach nur den Weg so ein bisschen. So, Achtung. Dann hier hoch, ganz gemütlich. Ja, genau. So, und hier vom Stern schnappen lassen. Okay. Jetzt natürlich die Frage. Okay, jetzt kann ich natürlich wieder nach oben gehen. Und gehe jetzt nach rechts, genau. Ich glaube, ich habe sogar den Weg richtig gefunden. So, dann gehen wir hier lang. Dann müssen wir hier nochmal hoch, gell? Ich glaube, das hätte ich vorher machen sollen, ja. So, natürlich darf man auch nicht vergessen wegen der Zeit. So, die habe ich. Ja, und dann muss ich halt hier nochmal außen rum. Leider. Wobei, gibt es hier einen Weg, wo ich vielleicht sagen könnte, nee, den gehe ich nicht.
ich könnte hier das ausmachen, dass ich nicht mehr ganz außen rumgehen muss. Und dann muss ich halt nur gucken, dass ich sie mit den... Ja. Ja, mit dem Pfeil wieder in die andere Richtung lenke, so rum. So, und dann hole ich sie mir einfach nochmal mit den ganzen Sternen. So, alles klar. Ich glaube, von der Zeit her ist es kein Gold geworden. Aber... Ja, man kann auch nicht alles haben. Machen wir erstmal auf den Stern hier. Loslassen, wieder hochspringen, wieder fangen, genau. Und dann hier mit dem Stern einfach die anderen Münzen holen. So, alles klar. So, und dann haben wir es ja schon. So, alles klar. Also das Level ist echt nicht ohne, aber es ist doch schon irgendwo leichter als die anderen, wenn ich mir das so angucke. Also weil man halt nicht die anderen Teile dafür hat. Hat es jetzt auch gereicht? Leider nicht, leider nicht. Okay, also ich bin natürlich auch dumme Weg gegangen. Hat man ja gesehen. Also ich bin ja Wege doppelt gegangen. Alle abgeschlossen, ja. Okay. Aber ihr seht, ich bin immer noch nicht bei 100%. Ich muss da wirklich Gold erreichen. Ja, genau. Habe ich auf jeden Fall auch vor. So. Ich meine, der Part, der lässt uns ja viel Zeit. Wir haben das Level jetzt gesehen und das muss ich natürlich schon mal gucken. Rosalina hilft mir an manchen Stellen. Das macht schon Sinn. Wobei ich hier auch ein bisschen früher drücken könnte, dass sie halt hier noch oben gebounced wird. So, jetzt nochmal überlegen. Was für Wege bin ich falsch gegangen? Ich bin hier nochmal um den Kreis gegangen, gell, anstatt nach rechts. Ich glaube, das mit dem Kart, das mache ich dann als... Versuche nur gerade so den Weg mir anzuschauen. Von den Münzen her. Dass ich halt hier mich direkt zu dem Kart hier bewege. Und erstmal hier nach links runter gehe. Ja doch. Ja, erst hier links runter gehe und dann die ganzen Sachen sammle. Und dann danach nochmal außenrum gehe. Mit dem Kart. Wobei eigentlich, ja, man muss sagen, eigentlich habe ich gar keine Ahnung. Also am besten erst nach links gehen, genau. Ne, es macht doch schon mehr Sinn, wenn ich mit dem Kart da nach links gehe, ja. Ja, in die andere Richtung, genau. Ich probiere es einfach aus. Wenn nicht, dann mache ich es halt nochmal. So ist es ja nicht. So, alles klar. So. Von hier in die andere Richtung. Das war jetzt erstmal Absicht, einfach nur mal, um es mal zu gucken. Oh. Das war eher suboptimal. Weil jetzt habe ich nämlich alle anderen Wege, glaube ich, verschenkt. Von den... Ja, nee, warte mal. Neustart. Das war jetzt ganz dumm. Da habe ich auch zu früh geschossen. Es würde sowieso keinen Sinn machen, wenn ich da jetzt... Wobei doch, dann hätte ich den oberen rechten Weg hinter mir, gell? Ja, da hätte ich den Weg mit der Lore hinter mir. Weil ich dann sowieso wieder nach links gehen muss. Ja. Einfach nochmal. Ich denke mal, dass es hier zwei oder drei Wege gibt, die man gehen könnte. Den idealen Weg gibt es halt nur, wenn man es halt auch sieht. So, wieder in die andere Richtung. Und dann wirklich erstmal hier durchschießen und dann halt die oberen Münzen erstmal alle holen. So, diesmal richtig. So, alles klar. Hier nach oben. Go, go, go. Und dann lasse ich mich hier am besten... Ja, dann lasse ich einfach das ganze wieder alles an. Okay, alles klar. So, und darf nur nicht vergessen, dass ich hier die Flamme wieder ausmachen muss. So, sehr schön. Der Weg ist hier ganz normal Standard. Go, go, go. So, da haben wir das zumindest mal. Und da muss ich halt gucken, wenn ich dann nach oben gehe, dass ich halt den anderen Weg dann einschlage. So. Na, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Das kann ich auch später noch holen. So, und dann gehe ich oben in die andere Richtung. Verdammt. Ach, Mann. Das war jetzt dumm von mir. Ja, da war ich zu langsam. So, gehen wir einfach wieder in diese Richtung. Das ist natürlich die Sache, ob ich halt jetzt lieber neu starten sollte oder ob ich
So, diese Richtung. Ich sollte vielleicht auch mal das hier ausmachen, genau, alles klar. Die Flammen sind ja zum Glück auch aus. So, jetzt kann ich ganz gemütlich nach rechts gehen, genau. Go, go, go. Und dann sollte es, glaube ich, von der Zeit her ein bisschen schneller gewesen sein. Muss natürlich jetzt noch hier fertig machen, klar. So, einmal. Ach stimmt, die Münzen brauche ich. Ja gut, ich kann die auch, kann ja die Rosalina nochmal nach oben schicken. So, alles klar. Das ist halt das, was ich gemeint habe, was halt ihren Vorteil hat. Dass sie, na komm. Dass sie halt, von alleine auch irgendwo hochspringt. Na komm. Na? Man muss halt so rum, geht ja auch. Hätte ich, glaube ich, eher machen können. Na komm, tipp's auch an. Ja, ich weiß, es war ein bisschen schneller, aber ich glaube, ich war trotzdem zu langsam, weil ich glaube, ich brauche eine Minimumzeit von 180. Müsste ich mal auf Pause drücken, um das mal genauer zu betrachten. Aber es ist auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Ah, es hat doch gereicht. Ja! Yay! Dann haben wir doch endlich 100% erreicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch irgendwas Spezielles kriegen. Oder vielleicht... Mir würde es sogar schon reichen, wenn... Ja, genau. Gut gemacht, alle Trophäen eingesammelt. Jo. Und das war's jetzt. Kann ich hier wieder rausgehen? Okay, ja. Dann ist der Part vielleicht sehr lang geworden, aber wir haben 100% erreicht. Und jetzt könnte man das Spiel so gesehen dann noch ein bisschen auf Highscore spielen, wenn man lustig ist. Aber ich bin hier durch. Dann, ja, dann bin ich froh, dass ich endlich nach all den Monaten dieses Spiel komplettieren konnte. Endlich mal ein Game wieder 100%. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als, ja, also ich hoffe, dass euch der Part wieder gefallen hat. Ich hoffe, euch hat das ganze Let's Play gefallen, auch wenn es über Monate hinweggezogen hat. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Ich bin euer Undead und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn mir dann wieder ein Spiel einfällt, was ich sonntags bringen könnte, denke ich mal. Oder halt bei meinen anderen Let's Plays dann reinschauen, wie ihr möchtet. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal bei einem neuen Let's Play. Ciao, ciao!